in Sinne, Sam. Ich habe eben mal in meine Analytics geguckt und gesehen, dass fast 85% meiner Zuschauer meinen Kanal nicht abonniert haben. Und das hätte ich eigentlich gar nicht gedacht, weil die meisten, die mir kommentieren, haben meinen Kanal abonniert. Und meistens hat es dann auch schon ein paar Aufrufe mehr. Aber dass es wirklich so viel Prozent sind, die mich nicht abonniert hätten, hätte ich echt nicht gedacht. Deswegen jetzt mal ein Aufruf an euch. Wenn ihr das Video gerade guckt und nicht abonniert habt, haut ein Abo unten rein. Mich würde es mega freuen und ich glaube, euch würde es auch nicht enttäuschen. Denn es kommen regelmäßig wirklich spannende Videos zum Thema Filmen und Effekte selber machen. Deswegen glaube ich, ist das eine Win-Win-Situation. Jetzt noch ganz kurz, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr einfach ein paar Fragen oder auch wenn es nur eine ist, in die Kommentare schreiben würdet für mein nächstes Q&A. Denn ich habe erst eine Frage bekommen und würde mich sehr freuen, noch ein paar Fragen zu kriegen, die ich dann im Q&A beantworten kann. Jetzt geht's aber los mit dem Video. Ich möchte dir zeigen, wie du in Vegas oder in jedem anderen Schnittprogramm, das Keyframes besitzt, einen richtig nicen Lichtschwerteffekt hinkriegst, wie den im folgenden Clip. Psst. So Leute, wir sind jetzt in Vegas und das hier ist der Clip, den ihr eben gesehen habt, nur komplett unbearbeitet, ungegradet, so wie er aus der Kamera gekommen ist. Und wir möchten jetzt, dass das Laserschwert leuchtet und so aussieht, wie ihr eben gesehen habt. Deswegen gehen wir jetzt in das Paranormal Cropping Fenster. So, wir sind jetzt im Paranormal Cropping Fenster. Ihr drückt hier ganz wichtig auf die Maske, sonst funktioniert das nicht. Und dieses Icon muss an sein, sonst ist das hier nicht synchron mit dem Clip unten. So, jetzt zoomen wir hier etwas rein und sehen hier mich auf jeden Fall ganz cool, wie ich da laufe. Hier den, der da automatisch gemacht wurde, können wir löschen. Aber wir müssen jetzt selber einen machen, deswegen macht das keinen Unterschied, damit am Anfang alles genauso bleibt. Und jetzt gehen wir Frame für Frame nach vorne, bis wir das erste Mal etwas vom Laserschwert sehen. Und das ist hier. Und jetzt nehmt ihr euch dieses Werkzeug und markiert das. Jetzt geht ihr ein Frame weiter. Rechtsklick, Maske zurücksetzen. Markiert das nächste. Ein Frame weiter. Maske zurücksetzen. Das Ganze mache ich jetzt im Zeitraffer, bis ich fertig bin. Und dann seht ihr das Ergebnis gleich. Jetzt bin ich zum Beispiel an einer Stelle, wo mein Kopf vor dem Lichtschwert ist, das heißt, ich muss zwei verschiedene Masken machen, sodass der Kopf nicht drin ist. So, ich habe das Ganze jetzt einmal hier animiert und das Ganze sieht dann schon mal so aus. Da bereite ich mich kurz vor, nehme das Schwert und genau. Entschuldigt für die Piepsgeräusche, denn mein Hund piepst hier ein bisschen rum. Aber ich hoffe, das stört nicht allzu sehr, sonst versuche ich den irgendwie ein bisschen rauszupiepsen oder so. Ich habe das jetzt gut eine halbe Stunde gemacht, das Ganze. Und das Doofe ist jetzt, man sieht hier nur das, ne? Deswegen machen wir jetzt einen neuen Videotrack und gehen auf Mediengeneratoren, auf ein Farbig und ich will ein blaues Laserschwert haben. Das heißt, ich ziehe das Ganze da rein. Ich kann hier nochmal genau die Farbe anpassen. Wollen wir das mal hier so anpassen? Welche Farbe soll denn das Lichtschwert haben? Ich glaube, der Ton ist schon ganz gut. So, dann schließen wir das hier einmal.
Zur Sicherheit einmal abspeichern, dürft ihr nie vergessen. Speichern ist wirklich das Allerwichtigste. Ich guck mal kurz, wo ich das gespeichert habe. Ja, habe ich schon gut gespeichert. So. Und jetzt fragt ihr euch, was soll das? Ihr geht nämlich jetzt hier rein und wir kopieren jetzt die ganzen Keyframes, indem wir hier in das hier hingehen. Der Cursor muss aber da sein und dann mit STRG gedrückt halten. Markieren. STRG-C. Und jetzt gehen wir hier rein. Machen ganz wichtig hier die Maske an. Gehen an den ersten Punkt und drücken STRG-V. Hier geht's dann los. Das heißt, genau an dieser Stelle setzen wir einen Cut und machen das davor weg. Und jetzt sieht das Ganze so aus. Alles, was danach kommt, können wir. Ah, wir könnten. So machen. Und so, weil hier habe ich noch eine Clean Plate, das heißt, hier passiert gar nichts im Bild. Kann ich da so einen Übergang machen, dass ich so verschwinde? Ja, da muss das aber genau denselben Übergang haben. Das sieht doch cool aus. Habt ihr wahrscheinlich eben schon gesehen, aber ich habe das ja sozusagen jetzt erst gemacht. So, das hier müssen wir jetzt noch einmal kopieren. Das heißt, wir machen noch einen Videotrack. Aber diesmal nehmen wir das Ganze in blau, in weiß, meine ich. Und gehen jetzt nochmal ins Paranormal Cropping Fenster. Und kopieren uns nochmal alles. Steuerung C. Gehen jetzt nicht ins Effektfenster, das wollte ich nicht. Wir gehen hier ins Paranormal Cropping Fenster. Hier Maske an. STRGV. Und jetzt ist das Doofe. Das Weiß überdeckt das Blaue. Und da wir das nicht machen wollen, dass ich ein weißes Laserschwert habe, sondern weil ich ein blaues haben will, nochmal schnell abspeichern, bevor mir hier alles verloren geht, gehen wir jetzt auf VideoFX und schauen, ob wir den Glühen-Effekt finden. Dieses Glühen vom Standard ziehen wir auf Blau. Und jetzt seht ihr schon, ich kann hier. Ah, sieht man das? Warum passiert da nichts? Ah, hier. Das Glühen ist leider schwarz, das wollte ich nicht. Das Glühen soll eigentlich dieselbe Farbe haben wie das, deswegen gehen wir hier drauf und wählen das einfach aus. Okay, das sieht eigentlich schon ganz gut aus. So, jetzt machen wir Track duplizieren und ziehen VideoFX hier nochmal den Glühen-Effekt drauf und machen das Ganze hier etwas stärker. Da ist mein OBS scheinbar abgeschmiert. Ich habe in der Zwischenzeit nur gesagt, dass ich auf das andere Blaue noch einen leichten Glühen-Effekt draufgezogen habe und dann, was ihr jetzt gleich nicht ganz verstehen werdet, mit STRG, Shift und B habe ich da so ein anderes Abteil sozusagen geöffnet, indem ich jetzt eine Hüllkurve einfüge. So, wir haben jetzt unsere Hüllkurve hier drin. Ich wusste auch noch nicht, dass das geht, also ich habe das eben erst rausgefunden. Deswegen wundert euch nicht. Wir wählen jetzt das, das und das aus und drehen das Ganze mal ein bisschen höher. Und jetzt sieht man vielleicht schon, ah, das sieht man in so, dann gehen wir wieder auf Vorschau halbe. Ja, das sieht dann so aus. Deswegen müssen wir viel weiter runter gehen. Noch weiter runter. Und das sieht wie aus? Das sieht, denke ich, ganz gut aus.
Und jetzt könnt ihr noch nice Soundeffekte für das Laserschwert und alles so machen, alles runterlegen und ein bisschen Color graden und so. Und dann habt ihr auch schon einen richtig nicen Shot. Und ich gebe jetzt wieder weiter an mich, der draußen steht. Ja, ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Hau auf jeden Fall unten den Like und ein Abo rein, wenn du es noch nicht gemacht hast. Bis zum nächsten Mal und ciao.